Hallo und herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den nächsten 24 Stunden auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay. Wer hat Lust auf positive Karma-Punkte? Die Minutenangaben in den Kommentaren zu posten, bringt sehr viele positive Karma-Punkte. Die anderen sind sehr dankbar. Wirst dann sehen, bekommst ganz viele Likes. Ja, ja, wenn du da die Minutenangaben machst, bekommst du ganz viele Likes. Ja, das ist positives Karma. Sicher. Danke vielmals. Dankeschön. Schauen wir mal. Ich beginne bei wieder. Zack, 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 zack. Wieder. Was kommt morgen auf dich zu? Aus der Kirche hier, eine Geste von jemandem. Jemand möchte hier Frieden mit dir schließen, möchte wieder den Kontakt zu dir aufnehmen, möchte hier wieder Zeit mit dir verbringen. Ich sehe, dass das absolut einseitig ist. Absolut einseitig. Also ich würde sagen, von deiner Seite her ist nicht einmal Sympathie vorhanden, Abneigung. Ja, aus der Kirche, da kommt eine Geste auf dich zu, dieses komm, lass uns wieder Zeit miteinander verbringen und du, ja, du ekelst dich. Du ekelst dich vor diesen Menschen. Das ist halt, gell, nicht nur Essen kann uns manchmal, kann Übelkeit auslösen, manchmal auch das Verhalten von Menschen und du sagst dir, ja, du widerst mich an, willst nicht einmal ein Hallo von diesem Menschen. Okay. Stier, morgen habe ich hier die Herrscherin liegen, das ist die Stierkarte hier. Du musst ein bisschen mehr auf dich schauen. Du musst ein bisschen mehr auf dich schauen. Also wenn dein Leben wird so sein wie das Zentrum. Ne? Dein Leben, wenn du sagst, ich will ein Scheißleben, dann sei du ruhig scheiße in deinem Zentrum. Aber wenn du sagst, ich will ein geiles Leben, dann musst du auch geil auf dich schauen. Du bist das Zentrum deines Lebens und um dich herum, ja, dreht sich alles. Deine Arbeit, deine Freunde, dein Hab und Gut, alles. Und dementsprechend musst du hier am Kern arbeiten, okay? Nicht Symptome bearbeiten, okay? Sondern an dir selbst. Tu dir Gutes, tue das, was dir gut tut. Tue das, was langfristig für dich gut ist, ja? Ja, Kosmetik, Ernährung, Bewegung, ja, musst du besser drauf schauen. Ich sag's dir, sonst passt sich dann dein Leben passt sich dann irgendwann dir an und dann sag ich dir, also ja, das Zentrum bestimmt, was drumherum ist und du musst an deinem Zentrum arbeiten, also an dir. Okay, bring dich wieder in Höchstform. Bring dich wieder in Höchstform. Zwillinge, in den nächsten 24 Stunden, 9 der Kelche hier. Es ist eine gewisse, oder 9 der Kelche musst du dir vorstellen, wie an einer Party, an einer Hochzeit und du sitzt da in deiner Ecke mit verschränkten Armen und bist zufrieden. Ohne, oder so dieses, mischt mich nicht in diese Meute ein, oder haltet mich da raus, ich bin zufrieden da, wo ich bin. Du wirst morgen da, wo du bist, zufrieden sein. Zwillinge. Und mit 9 der Kelche habe ich den Eindruck, dass du hier so das Resultat von emotionaler Abgrenzung siehst. Ist halt etwas Unsichtbares, gell? Ich erzähle es hier die ganze Zeit, man glaubt es mir nicht, gell? Und jetzt, da du das getan hast, merkst du plötzlich, hey, warte mal. Ja, wenn ich das Unsichtbare durchführe, wenn ich da die emotionalen Grenzen Grenzen ziehe, dann sehe ich auch in meiner materiellen Dimension positive Resultate. Ja, das hast du morgen. Nur in der Kirche hier. Morgen ist kein guter Tag zum Trinken. Nee, ich würde Alkohol und Ähnliches auslassen. Kannst ja übermorgen wieder trinken. Es ist irgendetwas mit deinem Körper, das dann oder so ziemlich zu einem, wie heißt das, Hangover führen könnte am nächsten Tag. Kater. Ja, ja, so, also könnte sehr schnell geschwollene Augen und solche Dinge bekommen vom Konsum morgen am Dienstag. Weiß nicht wieso.
Keine Ahnung. Krebs, in den nächsten 24 Stunden, Ritter der Münzen hier, harte Arbeit sehe ich hier. Du bist hier sehr fleißig und du machst hier Langzeitpläne. Diese, oder wo bin ich in 5 Jahren? Wo sehe ich mich in 5 Jahren? Darüber machst du dir morgen viele Gedanken und machst einen Plan. Okay, arbeitest nicht einfach vor dir hin, sondern gehst mit Plan dieses Mal vor. Okay, hast du ein Ziel? Und darauf arbeitest du ab morgen. Löwe, in den nächsten 24 Stunden, 8 der Schwerter hier, deine Gedanken sind dein größter Feind morgen. Okay. Die Umstände können noch so schlimm sein, deine Gedanken sind schlimmer. Sag ich dir. Also wenn da ein Thema ist, oder wo du 8 verschiedene Hindernisse siehst, da bin ich mir sicher, dass es nur 5 Hindernisse sind. Also deine Gedanken sind dein größter Feind morgen. Sehe bitte diese Sache als genau das, was es ist. Okay? Würde mich nicht wundern, falls du jetzt nicht weißt, was es ist. Morgen kommt es auf dich zu und du siehst nur Hindernisse. So wird es nicht klappen, so kann das nicht sein. Was ist damit? Was ist dies? Was ist jenes? Hör auf damit. Schau dir an, ja, schau dir die Sache so an, wie sie ist. Nichts anderes. Nicht, was sein soll, nicht, sondern was es ist. Okay? Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Okay? Jungfrau, morgen 6. Kelche hier. Sehr viel Sehnsucht sehe ich hier bei dir. Okay. Hast du hier... In deinen Legungen hast du in den letzten Monaten die ganze Zeit Menschen aus deinem Leben geworfen und jetzt mit 6. Kelche kommt die Sehnsucht. Ich hatte noch nie eine Legung, wo 6. Kelche zu etwas Gescheitem geführt hätte. Ja, gab es nie. 6. Wenn dann 2 Kelche kommen und 6. Münzen kommen, solche Dinge, dann passiert was Gescheites. Aber 6. Kelche passiert nichts Gescheites. Du hast hier viel Nostalgie morgen, bist ein bisschen melancholisch, sehnst dich nach einem Menschen und 6. Kelche. Aber ich denke nicht, dass du hier irgendetwas diesbezüglich tun wirst. Du musst einfach, Jungfrau, du musst verstehen, dass du hier mit 6. Kelche entweder die alte Version von jemandem vermisst und diese alte Version, die ist weg. Diese Person hat sich mittlerweile verändert zu jemandem, mit der du nicht mehr auskommst. Das ist das eine. Was du auch vermissen könntest, ist so das Konzeptionelle. Das vermissen wir auch sehr oft. Dieses, das, was hätte sein können. Ah, wir hätten so glücklich sein können. Ah, wir hätten so tolle Partys gemeinsam haben können. Ah, wir hätten gemeinsam so schöne Ferien haben können. Habt ihr aber nicht gehabt. Habt ihr nicht gehabt. Das ist nur das Konzept, das, was hätte sein können. Das, was war, war überhaupt nicht schön. Okay, also eins von diesen beiden, deswegen ja, 6. Kelche, das wird übermorgen schon wieder verflogen sein. Und bei dir habe ich ja in den letzten Monaten so als Grundenergie, Jungfrau, sehe ich eine tiefe Zufriedenheit mit deinen Entscheidungen. Okay. Ja, ist das so. Waage! Morgen, 8. Stäbe hier. Ich habe den Eindruck, dass du... 8. Stäbe... Was? Moment. Wie nennt man das? Ein Thema, mit dem du nichts zu tun hast, checkst du sofort? Ein Thema, womit du gar nichts zu tun hast. Bist du irgendwie, liest du da irgendetwas über radioaktive Materialien und dann zack, zack, verstehst alles, wie eine Physikerin, wie ein Physiker. Irgendetwas außer Thematisches. Da gibt es irgendein Thema, das man erstmal verstehen müsste, oder das erstmal erklärt werden müsste, aber du verstehst es sofort. Schaust du das Thema Fliegen an, Pilotenschein und solche Dinge und du so, ah, natürlich, ja, zack, 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 jawohl, natürlich muss man das beachten, das berechnen, ne? Tuck, 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 tuck. Verstehst dein Thema mega. Ja, du, schreibst dir hinter die Ohren, weil ich sag dir eins, das, was du hier so auf Anhieb verstehst, müssen andere erstmal büffeln, erstmal lernen. Ja, du scheinst ein Naturtalent zu sein. Vielleicht setzt du dich hin und fängst dann mit Schreiben und ein Kapitel parat und schön flüssig und spannend. Hast intuitiv, hast du Einleitung, Hauptteil, Schlussteil gemacht und einen roten Faden, ja, Spannung reingebaut und all das. Ja, also, ja.
Schreib sie hinter die Ohren, du bist gut darin. Ja. Skorpion, was kommt hier morgen auf dich zu? Ritter der Kelche habe ich hier liegen. Ich habe den... Okay. Okay, du siehst morgen eine Person und möchtest auch so aussehen. Siehst eine Person und denkst so, doch, so will ich auch aussehen. Nimm es als Inspiration. Letztens habe ich erzählt, dass in Basel alle gleich rumlaufen, sehen alle gleich aus. Und gestern war ich in der Stadt und zwei Mädchen mit etwa 150 Meter Abstand, da auf der Einkaufsmeile, zwei Mädchen, zwei junge Frauen waren 1:1 genau gleich angezogen. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Also, es ist, Inspiration ist immer schön, es gibt immer sehr inspirierende Menschen, gell, wie sie ihre Haare machen, wie sie ihre Kleidung, aber bitte nicht 1:1 kopieren. Nee. Wir werden wirklich so langsam, die Aliens, die lachen uns mittlerweile aus. Wirklich. Lasst euch inspirieren, ja. Klar, oder wenn dir so ein Piercing oder so gefällt, mach's auch, ja, aber man muss ja nicht kopieren. Würdest du auch nicht tun, nee, Schütze, du bist nicht eine solche Person. Nee, du würdest das nicht tun. Nee, ich sag jetzt nicht, welches Sternzeichen das tun würde. Sag ich nicht. Ich weiß, wer das tun würde, aber ich sag nicht. Schütze, in den nächsten 24 Stunden geht es hier bei etwas endlich vorwärts. Du bist mit einer Aufgabe konfrontiert. Kann das nicht schon für heute, für den 24. Ich lege jetzt hier für den 25. Warte mal, was haben wir heute? Ja, ich lege hier für den 25. Ich glaube, das kann auch für den... Die Sonne. Das ist wie wenn es heißt, okay, dein Auto braucht jetzt das und das und du so, was? Was? Wie macht man das? Oder wie genau? Oder Motorfahrzeugkontrolle, was? Irgendein Thema, das für dich ein Blackout darstellt, ja, ein schwarzes Loch darstellt, erhellt hier, ja, und dann hast du so mit der Sonne so diesen Moment hier, wo du eben diesen Lichtblick hast, dieses, so macht man das, ja, voll easy. Das ist die Sonne hier, eine Matheaufgabe, die dir wie Arabisch erscheint, ja, wo du gar nichts verstehst und dann zack, 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 ja, Buchstabe für Buchstabe, Variable für Variable, zack, jetzt verstehe ich diese Matheaufgabe. So diese Überwindung von Hindernissen, ja, das ist hier mit der Sonnenkarte gemeint. Okay. Kommt hier auf dich zu. Ich glaube, das war auch für heute deine Karte. Also hast hier erleuchtende Tage momentan. Ne? Steinbock, morgen am 25. kommt hier mit 6 der Stäbe ein Erfolgsgefühl. Okay, 6 der Stäbe, davor ist 5 der Stäbe. Momentan weißt du nicht so recht, führt das irgendwo hin? Ist das jetzt wirklich das Richtige? Mit Ass der Stäbe fing es an, dieses, so mache ich das. Und dann 2 der Stäbe, okay, wie genau sollte ich das angehen? 3 der Stäbe, das kommt gut. Und dann 4 der Stäbe, hast du es schon mal errichtet? 5 der Stäbe, ja, aber wird das überhaupt erfolgreich? Und hier mit 6 der Stäbe kommt jetzt der Erfolg. Kommt die Bestätigung. Deine Idee war gut und morgen bekommst du die Bestätigung. Okay? Wassermann, morgen habe ich hier mit 4 der Stäbe bei dir eine gewisse Gastfreundschaft. Du möchtest Menschen zu dir einladen, du möchtest Menschen füttern, ne? Für sie kochen. Du spürst eine gewisse Gastfreundschaft. Du möchtest aus irgendeinem Grund Menschen zu dir holen, zu dir einladen. Da ist irgend sowas. Also, ja, so, du willst da einen gedeckten Tisch sehen, den du gedeckt hast. Und die Leute kommen und du hast da so ein Bedürfnis nach, ja, Nahrungsverteilung, habe ich den Eindruck. Geht nicht in Richtung Spenden und Stiftung. Ich meine das nicht so, hoffentlich hast du das auch, aber hier geht es mehr um einen gedeckten Tisch und den habe ich gedeckt, sagst du, den möchte ich gedeckt haben. Okay. Fische, morgen habe ich hier König der Münzen hier liegen. Ich habe den Eindruck, dass es hier eine unterstützende männliche Person gibt, eine Person, die hinter dir steht. Und mit König der Münzen habe ich den Eindruck, dass dieser Mensch, ja, ist interessant, ist deine Tageskarte, aber es kommt jetzt hier in Bezug auf diesen Unterstützer, ist eine männliche Person.
Dieser Unterstützer versteht, warum er unbedingt weiterhin hinter dir stehen muss. Da passiert irgendetwas in seinem Leben. Was denn für Fische, bitte? Das kann ja nicht für Fische. Also, was interessiert uns Geld? Mein Gott, ist ja sein Glück oder sein Pech, wenn er hinter dir steht oder nicht. Was für Fische hier? 5 der Kelche habe ich hier liegen. Das hattest du schon, ne? Hatten wir gestern schon. 5 der Kelche. Gib mir eine neue Karte. Das hatte Fische schon gestern hier. 9 der Stäbe hier. Okay. Es fehlt jetzt nur noch ein Tag, eine Aufgabe, ein X. Was auch immer das ist, wo du dir mit 9 der Stäbe denkst, oh shit, es geht schief. Nicht vergessen, 9 der Stäbe, das ist der verwundete Soldat, der weiterhin kämpft, hat hier immer noch einen Stab in der Hand. Fische, du musst hier weiterkämpfen. Kennst du diese Fahrkurse, wo einem eine Vollbremsung beigebracht wird? Hattest du, ich musste das machen letztens. Und da wird einem beigebracht, dass die meisten Vollbremsungen schief gehen, weil die Fahrerin, Fahrer in der letzten Sekunde das Bein heben. Die ziehen das nicht ganz bis zum Schluss durch. Ja, diese Vollbremsung. Man muss immer bis zum Schluss dranbleiben. Und du musst bis zum Schluss. Nee, Krebs, du musst bis zum Schluss. Stell dir da einen Boxsack vor und du kannst dir da nicht einfach oder mit voller Kraft rein und dann in letzter Sekunde darf mir nicht die Finger wehen. Du musst da rein, bis zum Schluss. Mach da diesen letzten Druck da. Den musst du noch machen. Und dann ist es vorbei. Okay? Wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.